Jojo Leute, was geht ab? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Easter Egg zu dem Juggernaut macht, wie ihr den Juggernaut bekommen könnt. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, müsst ihr in Downtown laden, im Stadtzentrum, in dieser großen Halle, das von oben so aussieht wie ein Gamecube, kann man sagen. Und ich werde jetzt ab und zu das ist jetzt eine Aufnahme von gestern. Und ich werde ab und zu jetzt pausieren und auch was dazu sagen, dass ihr das dann auch ein bisschen versteht, was wir da gemacht haben. Weil es ist, muss ich zugeben, gar nicht mal so einfach. Muss das schon ein bisschen Lack haben. Muss, glaube ich, niesen. Alter. Entschuldigung. So. Dann müsst ihr zu diesem Terminal. Da. Und hier den Zahlencode 2179 eingeben. Dieser Code bleibt immer gleich. Der ist immer gleich. So. Wenn ihr das gemacht habt, gehen jetzt alle Türen zu. Das heißt, keiner kann mehr rein und keiner kann mehr raus. Ihr habt eine bestimmte Zeit dafür, nur um diese Aufgabe, dieses Rätsel jetzt zu lösen. Und wenn ihr es nicht schafft, ja, tretet Gras aus den Schächten raus oder beziehungsweise rein in den Raum und ihr stirbt dann. Also ihr kommt dann in den Gulag. So, wenn ihr jetzt auf Viereck drückt, Passwort eingeben, zeigt dieser... Ja, ich werde es einmal abspielen, dann werde ich was dazu sagen. Vielleicht ist es dann... Besser verständlicher. Medaille minus 2. Haus 3. Plus 2. Wald minus 1. Tasche plus 3. So. Jetzt hat dieser Computer ein paar Bilder gezeigt und nach jedem Bild mit einer Zahl. Plus 2, minus 1 und so weiter. Und in dieser Halle sind überall an den Wänden Bilder. Ich werde euch gleich hier ein Bild eben mal so anheften, da könnt ihr sehen, wo welche Bilder zu finden sind. Und unter jedem dieser Bilder ist eine Zahl, in römische Zahlen oder arabische Zahlen, wie man das nennt. Und ihr müsst die Zahlen, die der Computer euch rausgespuckt hat, entweder plus oder abziehen. Also entweder draufpacken, was unter dem Bild steht, oder abziehen, was unter dem Bild steht. Das heißt, mein Kollege... Es ist natürlich am besten, wenn man das zu zweit macht. Das kann man auch alleine machen, aber dann wird die Zeit knapp. Aber natürlich ist es am besten, wenn man das zu zweit macht. Ich habe ihm jetzt halt die Zahlen weitergegeben. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, Tasche plus 3. Und mein Teammate rennt jetzt zu dem Bild mit der Tasche, wo eine Tasche zu sehen ist. Und guckt sich die Zahl unter dem Bild an, zum Beispiel eine 3. Und ich habe ja gesagt plus 3. Dann rechnet er das zusammen und dann ist die... der Code, also die Nummer, was du für den Code brauchst, die 6. Versteht ihr? Ihr müsst das dann zusammenrechnen oder, wie gesagt, halt abziehen. Manchmal steht aber nach den Bildern keine Zahl. Darauf müsst ihr achten. Dann müsst ihr die Zahl nehmen, die unter dem Bild steht. Ja, ist ein bisschen tricky. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich gerade sage. Versucht zu erklären, aber es ist ein bisschen tricky und wie gesagt, zu zweit geht es am besten. Ich werde es mal nochmal abspielen lassen, ja? Das ist eigentlich selbsterklärend dann. So, mein Kollege ist jetzt bereit. Der hat jetzt diesen Plan rausgeholt, wo welche Bilder zu sehen, zu finden sind. Okay. Let's go. Medaille minus 2. Haus 3. Plus 2. Wald minus 1. Tasche plus 3. Was war das erste? So, ja, ihr seht ja auch gerade, dass ich mitschreibe. Ich schreibe das mit, damit ich nicht vergesse, was er oder also was der Rechner mir rausgespuckt hat, weil es kostet einfach viel zu viel Zeit, wenn du es nochmal startest. Wie gesagt, die Zeit ist begrenzt. Haus 3. Okay. Haus plus 2? Genau. Ist 9. Ja. Das dritte? Wald minus 1. Ist 1. Das ist auch hier so ein bisschen fies. Ihr seht gerade, ihr müsst quasi 8 Eingaben betätigen. Und die Zahlen sind gedreht, also geteilt. Das heißt, ihr müsst nochmal genauer hinschauen, wo oben und unten ist. Es ist sau fies. Und ich bin ehrlich zu euch, wir haben, glaube ich, 10 oder 11 Versuche gebraucht, um das zu schaffen. Um erstmal zu gucken, wo die Bilder sind. Wie man die Zahlen hier eingibt, also es war schon, es ist nicht einfach. Aber ich sag euch, was für ein Loot man in diesem Bunker bekommt, in der Haltestelle, in der U-Bahn, das ist einfach zu krank, das lohnt sich. Das ist
7. Außen im Gegner. So, jetzt muss man den unteren Teil hinzufügen. Muss man aufpassen, ich habe so oft bei der 3 und bei der 8 verkackt. Das glaubt ihr gar nicht. So, jetzt klingelt's, jetzt gehen alle Türen auf. Und jetzt müsst ihr schnell sein. Also, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ihr rennt zu Fuß zu der U-Bahn-Station im Airport. Oder ihr nehmt euch einen Heli. Oder, wie wir es machen und wie es am schnellsten und am besten ist, ihr fährt mit der Bahn direkt dahin. Hat der Tür aufgemacht? Die U-Bahn-Station, da müsst ihr einfach geradeaus durchlaufen. Einfach geradeaus durchlaufen, dann kommt ihr schon dahin. Auch nicht looten, weil wir haben keine Zeit. Mhm. Wir müssen jetzt einfach go, go, go. Welche U-Bahn-Seite müssen wir einsteigen? Hier, Verdun Center. Okay, auf deiner Seite, ne? Ja. Du bist da. Also, Verdun Center einsteigen und im Airport aussteigen. Ja. Mhm. In dem Zug müssen wir jetzt zweimal drin bleiben. Okay. So, ich zeig euch jetzt mal, wo dieser Bunker ist. Und zwar ist der hier oben. Natürlich muss die Zone mitspielen. Und in diesem Fall, in dieser Runde, hat sie nicht mitgespielt. Da haben wir wirklich Pech gehabt. Aber ihr werdet das ja sehen jetzt. Gibt es nicht. Wir schaffen es wieder nicht, ey, weil die Zone nicht passt. Jetzt sterbe ich auch noch. Egal, gib schnell ein. Gib schnell ein, nicht mich wiederbeleben. So, im Airport müsst ihr durch diese Tür gehen. Und dort einfach Viereck drücken, wenn ihr am Terminal seid. Einfach Viereck drücken. Dann kommt nämlich dieser Zug, der euch zu dem Bunker bringt. Ja, das ist der Zug. Ist das der? Seht ihr das? Mountainance oder so steht da irgendwie. Und das. Und auf diesen Zug müsst ihr warten. Ja. Es war so am Flimmern, habt ihr ja gesehen. Wo ist? Könnte noch klappen. Für den Bauplan. Auf jeden Fall, in der U-Bahn-Station, wo ihr gleich landet, da gibt es auch einen Bauplan für die Brienne. Nehmt die mit, Leute. Nehmt die mit. Die ist in einem Raum drin. Nehmt das auf jeden Fall mit. Oder erweiterte Gasmaske. Swiss, jetzt haben wir diesmal mehr Zeit als sonst. Jetzt sind wir nicht direkt im Gas. Und Leute, ich sag euch, was da für ein Loot ist, ne? Rechts raus. Guck mal. Vorne. Da könnt ihr Spezialistenbonus kriegen, erweiterte Drohne, einfach alles, Juggernaut, einfach saftig. Minigun. Hier ist der Bauplan. Lava. Klappt den. Stark. Seht ihr das Terminal da oben? Da. Da müsst ihr drauf drücken, wenn ihr raus wollt. Wenn ihr da drauf drückt, müsst ihr schnell in die U-Bahn rein. Also in die Bahn rein und dann werdet ihr wieder zurückbefördert zum Airport. Da müsst ihr drauf drücken und das wussten wir da nicht. Das wussten wir nicht. Vielleicht hätten wir es dann noch geschafft. Jagger, hier ist noch eine Minigun. Zweimal Minigun, oh mein Gott, ey. Und das Gas kommt. Raus. Ey, Juggernaut ist hier. Nein! Lapa, wow! Guck mal, wir hätten einfach da reingehen müssen, auf den Terminal drauf drücken und dann hätten wir es mit viel Glück vielleicht noch geschafft. Wie kann man so ein Pech haben? Ich glaube es nicht. Aber ey, warte mal. Ich hab Juggernaut. Was für ein Glücksmoment, ey. Ja, Leute, entweder seid ihr schnell, wenn die Zone nicht passt, oder ihr macht diesen Easter Egg nur, wenn die Zone beim Damm ist. Dann könnt ihr in Ruhe looten. Das haben wir beim nächsten Mal geschafft, aber da habe ich leider nicht aufgenommen. Man kennt ihn. Und wir haben auch dann einen Wingroot, also mit Juggernaut ist einfach OP. Also im Trio Juggernaut einfach OP. Und, ja, macht es am besten nur, wenn die Zone oben beim Damm ist. Sonst finde ich, das ist das zu stressig mit dem Looten. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Lasst ganz gerne ein Abo da und ein Like da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Passt auf euch auf. Bleibt gesund.